1, 2, 1. Jo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf Seko. Und da hinten, das ist Alan. Da, ja, da. Bevor dieses Video losgeht, Leute, muss ich euch ganz kurz sagen, dass nächste Woche, also heute in einer Woche, mein neues Musikvideo auf diesem Kanal erscheint um 16 Uhr. Nicht verpassen, Leute, nächste Woche 16 Uhr kommt ein neues Musikvideo von mir und ja. Ja, Leute, heute ist ein sehr, sehr besonderer Tag und zwar gibt es zwei Punkte. Erster Punkt, ihr habt schon im Titel gesehen, ich werde heute mein neues Auto abholen. Viele von euch haben schon spekuliert, was es sein könnte unter meinen letzten Insta-Posts. Lamborghini, Porsche, was weiß ich, was ihr da alles reingeschrieben habt, Leute. Auf jeden Fall werdet ihr heute sehen, was für ein neues Auto ich mir geholt habe. Und zum zweiten, Leute, ist genau heute meine neue EP rausgekommen, Leute. Je ne sais pas ist jetzt überall verfügbar auf iTunes, Google Play, Amazon. Ihr könnt euch die EP kaufen für günstige 3,99, Leute. 3,99 ist echt nicht viel Geld. Natürlich gibt es die ganzen Songs auch zum Stream, Spotify, Deezer, Apple Music und so weiter und so fort, Leute. Gönnt euch die EP. Es sind 5 Songs, 2 habt ihr schon gehört auf diesem Kanal, Money und Je ne sais pas. Und die 3 restlichen Songs könnt ihr euch jetzt geben. Dazu habe ich mir auch noch ein geiles Gewinnspiel einverlassen. Und zwar, meine Freunde, habe ich ein Gewinnspiel gestartet bis zum 30.03. quasi bis heute in einer Woche. Und zwar ging es darum, wer sich die EP vorbestellt, beziehungsweise wer sich die EP kauft noch auf den digitalen Plattformen wie iTunes, Amazon und Google Play, der hat die Chance darauf, von mir ein riesen Überraschungspaket zu bekommen, Leute. Es sind 5 Gewinner, die ich mir am 30.03. auswählen werde. Ich werde dann einen Post auf Instagram machen und diese 5 Gewinner dann bekannt geben. Und das heißt, diese 5 Gewinner bekommen ein Überraschungspaket von mir zugeschickt, aber die werden vorher von mir persönlich kontaktiert und ich werde euch nach eurer Nummer fragen und euch anrufen und euch ein paar Fragen stellen, was mit dem Überraschungspaket zu tun hat. Versteht ihr, was ich meine? Also ich muss euch ein paar Sachen fragen, damit ich weiß halt, wie ich das Überraschungspaket machen soll. Eins kann ich euch schon verraten. Ein Produkt sagen, Alan, was meinst du? Ja. Ja, meinst du? Weißt okay. Du, musst du's, Digga? Ich will's. Nein, nein, nur eins. Ein kleines, sag mir ein kleines. Ja, okay. Ein kleines. Okay. Also, ein kleines Produkt ist schon da drin und zwar, Leute, eine Handykappe. Eine limitierte Handykappe, meine Freunde. Die gibt es noch gar nicht zum Verkauf. Ich werde dann 5 Handykappen dann quasi für euch herstellen. Ich muss ja erstmal wissen, wer gewinnt. Und deswegen rufe ich euch auch an und frage dann zum Beispiel, was für ein Handy ihr habt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur die EP vorbestellen und es mir natürlich kenntlich machen, indem ihr euren Screenshot mit dem Hashtag Je ne sais pas postet, beziehungsweise mir schickt. Am besten unter dieser Mail hier. Schickt mir alle eure Screenshots unter dieser Mail, Leute, und diese ganzen Gewinner werden dann ausgesucht. Ja, gönnt euch einfach. Links in der Beschreibung. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht sagen, Leute. Ich hole jetzt mein Auto ab und leider muss ich jetzt mein Auto abgeben. Fast ein Jahr ist es her und ja, Leute, ich hole jetzt auf jeden Fall mein neues Auto ab. Ich freue mich riesig. Leute, etwas ist hier gerade sehr, sehr merkwürdig. Weißt du was? Ich drehe im Boxershot dieses Video, Digga. Ich weiß, ich hab mich sogar aufgeregt. Weißt du eigentlich schon, welches Auto ich mir hole? Ja, ich weiß nicht. Weißt du nicht? Das Ding ist, die Leute hier wissen es auch noch nicht. Ihr werdet es jetzt aber sehen. Die beste Erfindung, die man jemals machen konnte, sind Fusselrollen. So wichtig. So wichtig, Alter. Deutschlandwetter, nur am Regnen. Mal scheint die Sonne, mal regnet es richtig behindert auf jeden Fall. Und da steht schon mein Baby. Es ist so traurig, Mann. Ich weiß nur, als ich es neu bekommen habe. Und jetzt ist es einfach weg. Das arme Auto, Mann. Guck mal, hier hat er sogar einen Unfall gehabt. Noch. So ein schönes Auto, ne Leute, wirklich dieses Auto, das ist einfach so krass. Die letzte Autobahnfahrt, ich habe schon so viel mit dem erlebt, ne? Und dabei war es nicht mal lange. Wir waren zusammen in Holland, Paris. Leute, jetzt geht's ab nach Bochum. Und jetzt hole ich mein neues Auto ab. Bevor wir das Auto aber abgeben, Leute, einmal kurz noch in die Wäsche. Das letzte Mal. So, wir machen jetzt noch eine Innenreinigung hier. So sieht das ganze Ding auch aus. Yeah. Ich habe gerade meinen Kofferraum geöffnet und gemerkt, dass ich wirklich zu den Personen, ihr kennt mich ja Leute, ich bin bekannt für komische Kofferräume. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was in meinem Kofferraum so drin ist. So, fangen wir mal ganz klein an. Ein Plastikball von Kick für 1,99. Einen richtigen Lederball von Intersport, keine Ahnung. Schuhe, Timberlands. Yeezys sind hier noch am Start. Jacke. Ich weiß nicht, warum das hier alles drin ist. Noch eine Jacke von FC Bayern. Ihr wisst Bescheid. Die Jacke ist richtig fresh, Alter. Ich weiß gar nicht, warum die im Kofferraum liegt. So. Besteck.
Warum zum Teufel liegt hier Besteck? So, Beats von Baran. Baran, deine Beats liegen hier. Du suchst die ja. Die liegen immer noch hier, Bruder. Du kannst sie abholen. Schöne Grüße an Baran. Ja, Folien. Das haben wir für den Genesis Padre gebraucht. Die gehören Kubi. Kubi, deine Folien, falls du die suchst, die liegen auch hier. Wenn man hier einmal hier hoch macht, sieht man einen Baseballschläger. Ich habe keine Ahnung, wem dieser Baseballschläger gehört. Ich weiß es einfach nicht. Der ist einfach, seitdem ich dieses Auto habe, da drinnen. So, das Auto ist sauber. Und bevor wir jetzt nach Bochum fahren, habe ich mir noch was zu essen geholt, weil ich habe ja noch nichts gegessen. Und was gibt es Besseres und Gesünderes und voller Vitamine, voller Nahrungsergänzungsmittel und alles, was dazugehört? Was gibt's mehr als Pizza? Wir fahren gerade nach Bochum und da dachte ich mir, dass ich mal einen kleinen Einblick in meine EP verschaffe. Leute, ich werde euch mal kurz mal die Songs mal ganz schnell vorstellen. Leute, wir haben gerade nichts zu tun auf der Autobahn und dachten wir, machen wir das mal eben, weil uns ist echt langweilig. Und wie man hier sehen kann, haben wir hier einen Stau. Und deswegen dachten wir, zeigen wir euch mal die Songs. Den ersten, den kennt ihr ja. Genesipa. Danke nochmal für euren Support, meine Freunde. Mit den Jungs durch Paris in dem Benzer Coupé. Bin zwar kein Gangster, doch stabil wie Gerard Piqué. So, den kennt ihr ja, meine Freunde, ne? Jetzt kommen wir hier zum zweiten Song, meine Freunde. Das lässt sich zu. Ich liebe diesen Song wirklich sehr. Und zu diesem Song bekommt ihr auch nächste Woche um 16 Uhr auf diesem Kanal auch ein Video. So, einmal einschalten. Erwähn ich meinen Namen, wenn du über mich redest. Yeah. Du warst schon vor Jahren ein Lügner gewesen. Die Taktik ist gut, doch ich mach's nicht wie du. Von euch gibt es leider zu viele, denn Neider haten auf Routine. Yeah. Das war der zweite Song, der nennt sich Lass es nicht zu. Leute, ich liebe diesen Song wirklich sehr. Kommen wir direkt zum dritten, und zwar, ihr kennt den alle, meine Freunde. Checke nach Miami mit den First-Class-Tickets. Doch was ist schon das Geld? Ich scheiß auf jeden Cent. Ich habe meine Fans, meine Fam, meine Gang. Ja, ja, denn das Leben, was ich hab, war nicht geplant. Wegen Patte wurde ich oft genug verarscht. Sei vorsichtig, dass Gott dich nicht bestraft. Denn das Money nimmst du nie mit ins Grab. Ja, ja, ja. Eigentlich geht es nur aus Money. Was ein Brett. Also Leute, das ist wirklich auch für mich eines der krassesten Songs, die ich jemals gemacht habe. Und ich erinnere mich noch, wie Michel gesagt hat, als Michel nur die Hook gehört hat, hat er gesagt, du machst den Song, safe. Ist mir scheißegal, du musst diesen Song machen. Kommen wir direkt zum vierten Song. Und der nennt sich, glaub mir Mama, ein Song für meine Eltern, Leute. Auch ein überkrasses Brett. Nochmal, Ghana hat einen Megabeat gezaubert. Nochmal schöne Grüße an Ghana und Poddy an dieser Stelle, die übrigens die ganze EP gemacht haben. Und auch eine schöne Grüße an Dennis, Adam, Abi, Yassi. Schönen Gruß auf jeden Fall an alle meine Jungs aus Gladbach. Ja, kommen wir jetzt direkt zum vierten Song. Das ist Glaub mir Mama. Glaub mir Mama, wir sind da heute, um die Krone zu holen. Glaub mir Mama, heute sind beide ein Jugendidol. Glaub mir Mama, leider sind beide umgeben von Neid. Ich wollte die Seele befreien, auf euch lang gebe ich einen Scheiß. Glaub mir Mama. Das war Glaub mir Mama und auch für mich ein sehr krasser Song. Leute, ich liebe diese EP einfach. Ich feiere diese Songs wirklich so krass. Ihr dürft auch nicht vergessen, meine Freunde, dass ich mit dieser EP wirklich sehr, sehr viel ausprobiert, meine Freunde. Das heißt, ich habe gar keinen festgelegten Stil gemacht. Ich habe mal schnell einen Song gemacht, mal einen langsamen Song. Es ging nicht darum, einen festgelegten roten Faden zu haben, sondern einfach vieles auszuprobieren. So, und das habe ich gemacht und ich feiere das. Ich finde es richtig geil. Also ich feiere diese EP wirklich richtig krass. Und ich hoffe auch, dass ihr es auch feiert. Und wie gesagt, hört euch die Songs jetzt an, Spotify etc. Links alles in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zum letzten Song, meine Freunde. Und zwar geht es hier um Denkt, was ihr wollt. Und ja, hört einfach mal rein. Ich habe es allen gezeigt mit den Jungs, SKK ist die Klick. Egal was sie sagen, es juckt mich ein Scheiß, auf euch gebe ich kein Fick. Denn jetzt bin ich rich. Denkt, was ihr wollt. So, meine Freunde, angekommen bei Benz. Jetzt ist es soweit. Mein neues Auto werdet ihr jetzt sehen. Let's go. Oh mein Gott. Zu krass. Was, Digga? Was ist los, Digga? Was verbirgt sich hinter dieser Folie? Immer sehr schön eingepackt von unserem Bro Armenio. Für alle, die dachten, ich hole mir einen Jeep, ihr habt euch getäuscht. Ist jetzt Zeit, die Folie abzunehmen, oder? Ja, ne? Okay, let's go. Everything I've said.
1. Krass, der ist zu heftig, Mann. E-Klasse Coupé, meine Freunde, in Schwarz. Boah, fast ein Monster, ne? Tschüss, der ist zu heftig. Krass. Oh mein Gott, Digga. Boah, ich muss gerade erstmal klarkommen, um ehrlich zu sein. Was sagst du? Du bist aber in Kiosk Door reingekommen. Ich hab dich gerade gefragt, wie du reingekommen bist. Hier ist ein Schlüssel. Jo, korrekt. Ja. Voll geil. Voll, Mann. Das ist, oder? Okay, warum sind jetzt drei Schlüssel? Der hier ist Standard. Die Innenausstattung. Krass. Du hast 64 Farben, die du einstellen kannst. Du hast Farblandschaften, die du einstellen kannst. Also für Nacht ist das schon. Oh, ich bin so überglücklich. Überglücklich, Alter, ehrlich. Why you gotta go right now? So traurig, ich muss jetzt alles hier umladen von dem Auto zu dieser Maschine hier. Was? Oh mein Gott, Junge, ich will das Ganze filmen, weil das so krass aussieht. Boah, scheiße. Digga, E-Klasse Coupé, was ist los, Mann? Wegen dem hier, Mann, ich habe mit dem so viel erlebt. Und jetzt ist er einfach weg. Ciao, mein Freund. Du warst sehr treu. Wobei, Leute, das letzte Mal Auto zumachen und abschließen. Das war, boah, das ist so traurig, ne? Ciao. Finally, in meinem neuen Wagen. Gott, wie krass ist diese Innenausstattung, bitte. Ich bin so überaus stolz, ne? Der Wagen ist einfach so unfassbar schön. Boah, Leute, das muss ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar habe ich hier einen Fahrassistenten. Das heißt, angenommen, ich guck, Leute, ich bewege mich nicht und er fährt von selber. Der fährt einfach von alleine, Mann. Wie krass ist das denn? Also angenommen, ich möchte jetzt auf die rechte Spur. So, einmal den Blinker hier nach rechts. Und er guckt, ist jemand da? Nein. Und geht von alleine auf die mittlere Spur. Tschüss, wie krass. Als ich das Haus heute auf jeden Fall verlassen habe, war Alan genau da, wo er ist. Und als ich das Haus wieder betreten habe, ist er immer noch hier. Aber diesmal zockt er Fortnite. Auf jeden Fall, Leute, das war mein Auto. Holt euch die EP. Die EP ist jetzt überall verfügbar auf allen Streaming- und Verkaufsportalen. Jeder, der sich die EP kauft, nimmt automatisch ein Gewinnspiel teil. Also heute in einer Woche gebe ich die 5 Gewinner per Instagram bekannt. Ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, like das Video, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn das Musikvideo erscheint. Nächste Woche 16 Uhr auf Seco. Peace.